Hi und herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Also, ich war wieder bei Action, hab mal gedacht, ich hol mal dieses Mikrofon, was dort im Regal stand. Da waren nur noch zwei Stück von da. Ich habe das auch schon länger im Blick gehabt. Ich habe mir aber gedacht, wenn ich mal nicht weiß, was ich euch zeigen soll, probieren wir einfach mal so ein paar Techniksachen von Action aus, die da jetzt nicht teuer zu kaufen sind. Und zwar, dieses Mikrofon hat gekostet 14,95 €. Selber gekauft natürlich, nichts gesponsert. Und ich sag mal, ich suche ja auch selbst immer nach einem kleinen Tischmikrofon, das man hier so anbringen kann. Ich habe ja mehrere schon bekommen, nur ja, das passende Stativ fehlt mir halt. Und ich dachte jetzt vielleicht mal, so ein kleines Stativ ist vielleicht auch mal interessant. Und das Mikrofon ist ja auch schon dabei. Das für 14,95 € ein USB-Mikrofon mit Lautstärkeregelung und kleinem Tischstativ. Nun ja, Popfilter soll auch noch dabei sein. 14,95 €. Ja, was sagt ihr? Machen wir das mal auf. Heute ohne Schnickschnack. Weil viel zu zeigen gibt es da ja an sich ja auch nicht. Und wir werden das natürlich gleich mal ausprobieren. Es ist natürlich richtig krass versiegelt. Das Mikrofon, bevor ich das öffne, das ist von Nortec. Irgendwie so eine Hausmarke von Action. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie von Razer. Ein Mikrofon. Ich glaube, das sieht so aus. Die haben ja auch irgendwie so ein ähnliches. Es ist einmal vorne versiegelt mit einem Aufkleber. Und dann haben wir noch einmal eine Klebeschicht. Auf den ersten Blick sah es natürlich erstmal so aus, weil die haben ja auch eins hier so mit so grünen Ringen und so, aber es ist schon ziemlich klein gehalten, also ich kann das so in der Hand halten, ist jetzt nicht mega groß. Popschutz ist drauf, den kann man entfernen. Was sagen Sie denn dazu? Hat das eine Nierencharakteristik oder wie sieht das aus? Ja, die sagen auf jeden Fall, ja, es hat Cardioid-Polar-Dingens, also es soll alles oberhalb von dieser ja, Trennlinie oder vom Popschutz halt überall den Schall auffangen können. Aber nur hier in diesem Bereich. Dann optimale Arbeitsdistanz ist zwischen 30 und 50 cm. Das heißt, das wackt am besten nicht vom Mund, aber auch nicht so weit weg. Es sollte dann schon eine angenehme Entfernung haben. Ein weicher Popfilter ist dabei, das ist richtig. Und es soll auch noch ein Kopfhöreranschluss dran sein. Den habe ich auch schon gesichtet und zwar auf der Rückseite von dem Gerät. Ein 3,5 Zoll oder 3,5 mm Klinkeanschluss und ein USB-Kabel soll dabei sein. Anleitung. Aha, USB-Kabel. Und zwar haben wir oben den quadratischen USB und dann hier einen USB-Typ A. Okay, wie lang ist das? Das ist nämlich auch immer so eine interessante Sache. Und dann werden wir das gleich mal ausprobieren. Ich werde das dann mal anschließen und dann werde ich euch das Audio hinterher mal einspielen. Weil das ist ja jetzt auch nicht immer so einfach, aber ja, was sagen sie für eine Länge? Ja, Plug and Play sagen sie. Und die Länge von dem Kabel 1,3 Meter. Also es ist auf jeden Fall länger als ein Meter, das stimmt, 1,3. Jo, werden wir mal gleich nachmessen. Controller. Wenn es ein anderes Maß hat, dann ja, werde ich das Thema nochmal aufgreifen. Ansonsten wird das so korrekt sein. Ja, ne, eine komplette Kunststoffhalterung. Die Schraube selber ist aus Metall, aber ansonsten alles hier aus Kunststoff. Eine Drehüberwurfmutter. Hier steckt man das wahrscheinlich irgendwie so da rein und dann dreht man das hier nur noch fest. Ja, kann es was, kann es nichts. Keine Ahnung, doch ist richtig, wie er das macht. Man kann das auch hier einfach so drehen und zack, dann wäre es schon mal fest. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Eine Metallplatte. Unterseite Schaumstoff. Mhm. Und wo ist jetzt hier der Rest von dem Ding? Ach, guck mal an. Hier haben wir noch eine kleine Mini-Stange. Soll das Ganze hier sein? Finde ich auf jeden Fall ein bisschen mickrig. Ist das euer Ernst? Also das schraubt man erstmal hier so mega lange raus. Das hier oben ist ein Stück. Das wird dann wohl hier unten, ich weiß es nicht, hier so durch. Jo. Und dann schraubt man einfach die Stange drauf. Also das ist ja schon echt sehr kurz. Hab mir eigentlich erhofft, dass es vielleicht ein bisschen länger ist. In der Höhe verstellen kann man das Ganze auch nicht. Dann schrauben wir das Ganze einfach hier so fest. Rödel, rödel, rödel. Ja, und das schrauben wir dann halt hier dran. Okay, das Gelenk gibt ja auch noch ein bisschen Höhe. Aber ja, komm schon. Entkoppelt ist es
Ist es gar nicht. Das heißt, würde ich jetzt hier auf den Tisch hauen, dann würde das auch voll durchscheppern. Jo, kann man so machen. Die Schnur steckt man dann halt hier hinten irgendwie rein. Und an sich, ja, kann man das dann auch hier festmachen. Ne? Das ist natürlich ziemlich doof. Also ich kann es ist festgeschraubt. Es ist wirklich festgeschraubt. Ich kann es, also ich kann es nicht fester schrauben. Ja, aber ich kann das Mikro selber, kann ich hier drehen. Ich weiß nicht, ob das Meckern jetzt auf hohem Niveau ist. Ich kann mir den Winkel einstellen. Erhöhen kann ich das gar nicht. Ja, ich kann mir den Winkel einstellen und wenn ich jetzt hier so sitzen würde, wäre es ja auch okay. Ja, also für das Geld kannst du schon nicht meckern. Nur habe ich mir eigentlich erhofft, dass das so ein bisschen ja, verstellbarer ist oder ein bisschen höher ist und ja, dass das hier sich dann halt drehen lässt. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Ja, probieren wir es mal aus. Also, Freunde, ich habe das jetzt ganz easy peasy hier in OBS eingebunden. Wir haben jetzt hier einen Lautstärkeregler. Was bewirkt der? Also der Lautstärkeregler, der funktioniert hier tatsächlich. OBS macht das selber auch. Ich habe da jetzt nichts verstellt, nichts in den Systemeinstellungen, gar nichts. Ich werde das jetzt so wie es ist einfach erstmal für die Aufnahme verwenden. Ja, das ist ein Test 1, 2, 3. Ich bin mal gespannt, wie das Mikrofon von Nortec funktioniert. Ich bin da mal sehr gespannt. Für 15 Euro habe ich mir das da gestern geschnappt, selber gekauft und jetzt hören wir uns mal den Klang an. Ich höre mir das eben an und ich spiele euch aber das, was ich mir anhöre, nochmal rein. Und ja, ihr seht da meine OBS-Aufnahme. Ich habe das noch die Cam an und OBS in OBS. Geht aber auch nicht darum, was ihr seht, sondern es geht diesmal nur ums Hören. Ich bin da mal sehr gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ja, das ist ein Test 1, 2, 3. Ich bin mal gespannt, wie das Mikrofon von Nortec funktioniert. Ich bin da mal sehr gespannt. Für 15 Euro habe ich mir das da gestern geschnappt, selber gekauft und jetzt hören wir uns mal den Klang an. Ja, das ist ein Test 1, 2, 3. Ich bin mal gespannt, wie das Mikrofon von Nortec funktioniert. Ich bin da mal sehr gespannt. Für 15 Euro habe ich mir das da gestern geschnappt, selber gekauft und jetzt hören wir uns mal den Klang an. Ja, Freunde, mal Butter bei der Fische. Ich fand es jetzt ein bisschen leise, aber ich muss sagen, mein Laptop ist generell so ein bisschen leise. Aber sonst war der Klang astrein. Also für 15 Euro kannst du da schon nicht meckern. Wenn du jetzt sagst, du willst jetzt hier der krasse Streamer werden, ja, für den Anfang kann man es auf jeden Fall benutzen. Für 15 Euro machst du da jetzt nichts falsch. Du kannst natürlich selber hören, was hier abgeht. Mit dem Klinkeranschluss kannst du dir ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen. 3,5 mm könnt ihr euch auch da kaufen, aber so cool fand ich die da bisher noch nicht, die ganzen Kopfhörer. Minuspunkt für mich ist, dass das ja in der Höhe ziemlich beschränkt ist. Also da hätte man vielleicht noch eine Stange beilegen können oder so. Also ich finde das ein bisschen niedrig. Könnte ein bisschen höher sein, aber es ist halt dabei. Für 15 Euro kriegst du teilweise noch gar nicht mal so ein Mikrofon, was wirklich auch so eine ja, Qualität liefert wie dieses Mikrofon. Also es war schon okay vom Klang. Einrichtung total einfach, Plug and Play anschließen, Treiber ist ausgewählt, kannst du schon nicht meckern. Ja, und wenn du jetzt hier ein Teenie bist, hast du eh keine Kohle, willst ein bisschen streamen oder so, ist das schon okay. Also da kannst du echt nicht meckern, für 15 Euro gibt es schon größten Crap, den man kaufen kann und das Teil zählt auf jeden Fall nicht dazu. Ich finde es schön, die Verpackung ist halt schlicht gehalten, muss auch nicht immer der Überflieger sein, nur ich bin mal gespannt, was ich als nächstes Mal für euch testen werde, weil ich werde so nach und nach die Produkte dort testen. Ich habe letztes Mal ein USB-Netzteil gezeigt und ja, die ganzen LSC und Beltron-Klamotten. Das wisst ihr ja selber. Und nächstes Mal werde ich mir da was anderes schnappen. Bin mal sehr gespannt übrigens, das Lautstärkerad leuchtet auch grün, wenn da Strom drauf ist. Und für einen Laptop oder für einen Desktop-Einsatz ist das auch soweit okay. Dieses USB 2.0 ist es, gehe ich mal von aus. Darf man jetzt auch nicht mega krass verlängern, aber mit einem USB-Hub kann man das schon noch ein bisschen in die Länge ziehen und am besten noch einen aktiven nehmen, weil das verbraucht schon ein bisschen Strom. Gehe ich mal sehr von aus. Dann könnt ihr euch das auch so umbauen, euer Setup, wie ihr wollt. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt irgendwo anders auf einen Headset-Halter passen würde. Ich will euch da nicht falsche Versprechungen machen. Es hat unten so ein Gewinde, aber ich habe im Moment. Nee, ich habe im Moment kein Headset bzw. Mikrofonhalter hier, wo ich das aufschrauben könnte. Aber ich denke mal, ja, es wird schwierig. Aber für so eine 15-Euro-Anschaffung ist das jetzt auch vertretbar. Wenn du das auch getestet hast, dann schreib mal rein, wie du es findest. Ja, so an sich ist das schon okay.
Hier kann man jetzt auch nichts, man könnte das jetzt hier noch öffnen. Will ich aber jetzt alles so ungern öffnen. Ich wollte einfach mal schauen, wie es ist. Hat dir das Video gefallen? Lass mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du diesen Kanal abonnierst, bekommst du noch eine Benachrichtigung und ich würde mich darüber freuen, denn ein Abo auf YouTube ist kostenlos. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Björn.